Hallo, meine immer weiter in die Tiefe hinabsteigenden Pilzefinder und herzlich willkommen zurück zu weiteren Lauschig-Flauschig-Röntchen hier bei Starbound. Genau, wir haben ja in der letzten Folge sogar schon recht weit runtergegangen in die Tiefen und jetzt hatte ich mir überlegt, wir sollten einfach nochmal hier mit einem Inventory-Table arbeiten und schauen. Das Gute ist, dass wir das meiste Zeug aber ein bisschen mitschleppen, dass wir uns ein paar Sachen aufbauen. Wir brauchen auch nochmal vielleicht ein Campfire, vielleicht können wir es mit Pilz nämlich nochmal gleich craften. Und dann können wir uns hier so eine ganz kurze Zwischenplattform oder sowas errichten. Muss ich mal jetzt kurz gucken, was hier noch so Feines ist. Genau, machen wir uns hier so ein... ein Zwischending. Machen wir uns hier mal kurz so ein Zwischending rein. Wow. Und werden hier einfach mal kurz ein bisschen was aufbauen. Ach so, hier hätte ich gucken müssen. Gut, aber habe ich noch nicht weitergebaut. Gut, 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 hier einmal hin. Hier einmal hin. Guck mal, hier haben wir nämlich nochmal schön dreimal Hähnchen, was wir ganz wichtig brauchen. Einmal ein Steak. Und Roasted Mushrooms. Gut, wir können zweimal bauen. Sehr gut. Dann haben wir nämlich noch mal ein bisschen was zu essen da. Und jetzt brauchen wir vielleicht... Ah, nee, wir können gar nicht, wa? Furnace. Ah, doch, warte mal. Doch, doch, doch. Nehmen wir den noch mal her. Lamp. Eigentlich ganz passend. Da brauchen wir aber nochmal eine Eisenbar. Na, dann bauen wir den Anvil noch nicht, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Oder mal gucken, wie viel Eisen wir hier rausgekriegt haben jetzt. Das ist jetzt auch noch natürlich die Frage. Wir kriegen erstmal Kupfer. 50 Dinger. Also Kupfer haben wir eine ganze Menge gesammelt. So, dann haben wir noch Gold. Wie viel Gold können wir machen? 2. Okay, bei 46 Eisen können wir uns, glaube ich, den Anvil doch bauen. Weil... ist jetzt ja noch nicht so heftig für uns. Und Silber können wir noch mal 19 mal Silber machen. Ich weiß gar nicht, was ich mit Silber machen soll. Aber man weiß ja nie. So, was war das hier? Ach genau, hier war ja Empty Bottle, Fire Clay. Da könnten wir noch mal dieses Clay-Material machen. Glas, aber auch mal Sand. Den machen wir erstmal nicht. So, warte mal. Könnten wir... Anvil braucht Timber. Ach du Heilige. Wir brauchen wir Wooden Workbench. Für Timber. Bro. Wir haben im Endeffekt ganz schön viel Material brauchen wir. Wisst ihr, was ich mal machen werde? Gehen wir bitte kurz den Erdblock. Blop, 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 blop. Oh, das wollte ich nicht, aber ist auch egal. Dann können wir uns hier nämlich. Ne, da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er. Hier noch den mit reinbauen. Da brauchen wir nämlich nochmal ein bisschen Timbo. Timber, 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 Timber. Da. Naja, dann machst du mir mal 20. Ja, es ist halt schlimmer beim Husten, es tut mir leid. Da kann ich jetzt aber nichts machen. So, dann craften wir den einmal. Und dann werden wir uns nämlich die, Entschuldigung, Rüstung machen. Und dann haben wir da nämlich auch nochmal ein bisschen abgesichert. Okay, ich brauche dann doch nochmal was. So, das müsste jetzt aber reichen, oder? Sehr gut. So, oh. Woven Fabric. Woven Fabric. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Konnte ich bei dir? Nee, ich brauche das. Spinning Wheel brauche ich auch nochmal. Ist schon doof, war, wenn du die ganze Zeit immer wieder weiter und dann noch eins und dann noch eins und dann noch was. So. Woven Fabric. Und wie viel brauchen wir für den? Ich brauche den noch. Den habe ich noch nicht. 5-mal Woven Fabric.
Sehr gut. Können wir machen und dann bauen wir uns die Rüstung. Yeah. Gibst du mal 5 Ausdauer mehr, dann machst du vielleicht Punkte mehr. Wir haben plus 25% mehr Kampf und 12,5 mehr Rüstung, meine Damen und Herren. Ach, guck mal, du könntest es so machen und den dann da drüber legen. Das ist, was ihr meintet. Cool. Aber wobei, ich hätte gern schon, dass man das sieht, was wir tragen. So sehen wir jetzt aus. Ein Krüger. Ach ne, wir sind ja ein Scout. Verdammt. gut, dann haben wir das fertig, das fertig. Hier geht es ja jetzt nicht weiter. Hier ist jetzt auch nichts, was man noch wirklich machen kann. Na gut, wir könnten noch einen Rogue machen. Iron Short Sword. Iron Broad Sword. Eine Tungsten Axe. Oder ein Tungsten. Also, das sind die höchsten Dinger, ne? Ein Basic Shield. Ich weiß, das bräuchten wir eigentlich. Wobei, das müssen wir jetzt wirklich nicht gerade machen. Wir haben ja immer noch unsere beiden Waffen, die wir ja hier haben. Ein Broken Broadsword ist das, was ich da habe. Ein Broadsword. Das wäre der hier dann. Der hat 9,5 und 1,2. Guck mal, der hat 6 oder 1,3. Der hat 4,7, aber 1,6. 13. Und mit dem könnten wir uns sozusagen noch mal ein bisschen schützen. Was Drinks haben wir jetzt gerade nicht. So, pass mal auf, wir brauchen jetzt aber erstmal noch mal was anderes. Denn ich habe ja hiervon nicht mehr viel. Was braucht der? Weißt du was, wir müssen noch mal neue suchen. Wir machen die fertig, dass wir genügend von denen erstmal haben. Müssen wir neue Drinks suchen. Fiber. Und, genau. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Warte mal. Ah, ne. Die kann ich hier erstellen, ne? Okay. Bin gespannt, wann wir unten. Wir hatten ja gesagt, da soll ja Lava kommen. Da bin ich ja wirklich gespannt, wann wir da an diesem Punkt sind, dass wir sagen können: Jupp, wir sind bei der Lava angekommen. Oh, warte mal. So, ich muss jetzt aber nochmal dich nach dort legen. Guckding habe ich jetzt da drin. Und dich packe ich nach dort und dann schnapsen wir mal den. Und dann schnapsen wir mal den. Oh, guck mal, der heilt sogar noch. So, jetzt sind wir ein bisschen drüber. So. So. Okay, das sieht wirklich interessant aus. Aber guck mal, je weiter wir runterkommen, wa? Desto schwieriger wird hier wirklich was aufzudecken zu sein. Da ist nochmal was. Ich liebe dieses Entdecken wirklich. Also da kannst du sagen, was du willst, aber dieses Rumentdecken, das ist irgendwie was, was mir einfach so viel Spaß bereitet. Guck mal, ist das hier nicht Glas? Wooden Window. Ha! Bandagen. Warte mal kurz, ich muss mal mein Knie. Ich kann doch nicht so lange. Ich kann doch nicht so lange das Knie angewinkelt lassen. Das geht noch nicht. Ich muss es dann immer gerade machen, damit sich das ein bisschen löst. Dafür mache ich ja gerade Krankengymnastik noch und bin trotzdem nebenbei arbeiten. Ja, jetzt bin ich auch noch aus dem Bild. Ich werde jetzt bald alles sowieso umändern mit dem Bildmaterial von der Kameraeinstellung. Ich habe jetzt hier so ein kleines Bild sozusagen draus gemacht, weil jetzt ja noch hier im Hintergrund immer alles zu sehen ist, durch den Spiegel auch und so. Ich habe jetzt aber schon so ein Greenscreen rausgesucht, den ich mir dann hier hinten auch aufstellen kann. Den kann ich mal extra aufstellen, wieder wegräumen für 27 Euro. Und dann kann ich mir den aufstellen, dann können wir das so ein bisschen breiter gefächert lassen und dann könnte man das, wenn ich mich auch ein bisschen bewege, ist dann nicht mehr ganz so schlimm. So, Bandagen.
So, die haben wir. Die sollen ja auch wichtig sein, ne? Was ist das hier? Oh, guck mal, die kann man ja rausschalten. Hä? Was ist das hier? Okay, nichts Besonderes. Gut. Da gibt es auch Bandagen drin. Okay, also die muss ich wirklich öfters aufmachen mal. Und was bist du? Au! Du bist ja eklig. Hahnkabarett. Okay. Dann bauen wir die mal hier alle ab. Mehr Bandagen. Okay, hier scheint nichts mehr weiter zu sein. Aber hier geht es weiter runter in die Höhle. Was gibt's denn hier noch für Monster? Ihr seid gemein. Aber ich krieg euch. Jo, na klar, kommt da noch einer. Ich liebe diesen Bogen. Steak! Wir essen heute Steak. Au! Ist das eine miese Kiste? Ein kleiner Stinker ist das da. Weißt du was? Dafür stirbst du. So. Das hier ist. War das jetzt Kupfer? Genau, das war Kupfer. Was ist das? Nichts Besonderes. Eine Flare, die ist auch nicht so interessant. Da haben wir nochmal ein bisschen Gold. Ah, was sind die, die das erkunden? Aber ich bin schon gespannt, wie es dann weitergeht, wenn wir dann in den nächsten Bereich reinkommen, ne? Wenn wir die nächsten Bereiche dann absuchen und dann nächste Planeten wechseln und sowas. Erinnert mich so ein bisschen an No Man's Sky, müsste das so sein, ne? Mit diesem brachialen Fehlstart auch, glaube ich, damals. Kohle müssen wir eigentlich auch nochmal wieder neu sammeln, aber machen wir dann und wann. Ich gucke mir das mal an. Hier ist ja... Wow. Ja, jetzt ohne Ende. Oh, meine Kamera hat sich kurz resettet. Keine Ahnung wieso. Manchmal macht sie das. Weiß zwar nicht, warum sie das macht, aber manchmal ist es halt so. So, mehr Gold. Gold brauchen wir bestimmt nachher auch noch ganz gut, oder? Ist es da Lava? Wenn mir steht immer der Mund auf, wenn es was so richtig toll finde, wo ich noch nicht richtig drin bin, dann muss ich sagen, oh. Ich hoffe, es ist jetzt nicht echt Lava. Bam. Er hat ihn erreicht, den Erdkern, und er ist tot. Wet Dirt. Oder sind es diese Kernfragmente?
Oh, warte mal, falsche Ding. So. Warte mal, wir können doch mal hier Kernfragmente gefunden, meine Damen und Herren. Wir haben Kernfragmente gefunden. Ist es gut. Wir haben zwar noch nicht alle, aber guck mal, da unten ist schon der Erdkern. Seht ihr das? Hier ist jetzt nur das Gefährliche, nicht nach unten buddeln. Das ist zumindest was ich aus Minecraft mitgenommen habe. Sonst landest du wirklich ganz schnell in der Lava. Core-Fragmente, da sind wir schon ein Stück näher an unser Questziel. So, Gold. Hier haben wir nochmal ein bisschen Silber. So. Und guck mal, hier haben wir gleich noch mal ein bisschen was. Und zwar Eisen. Und daneben gleich wieder Silber. Jetzt halt die Frage, buddeln wir uns runter oder gehen wir runter? Hier wird doch bestimmt noch mal einen Gang geben, oder? So, flop. So. Bumm. 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 Achso. Was bist du? Was war das? Silbererz. Okay. Puh. Und da ist auch noch mal. Also Materialien kriegen wir ja wirklich gut. Ich würde nur gerne gucken, ob wir die letzten Core-Fragmente bekommen. Das wären halt extrem schön. So, was haben wir denn hier? Okay, gut. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft. Kannst du mir hier den nochmal hinstellen? Ah, guck mal, das können wir nochmal mitnehmen. Erstmal hier noch ein bisschen was gucken. Haha. Gut, der kann nicht viel machen jetzt gerade. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Okay, 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 okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich werde mir den Block hier mal rausziehen und auf die Ebene packen und da mal so. Was bist du? So, erstmal das so. Wo ist es hin? Okay, also das ist Lava, das heißt tot, ne? Wow, Vorsicht. Klack, 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 klack. Warum kann ich das nicht zumachen? Okay, geht nicht zu.
Noch ein Erdkern. Core, Ding da bumm. Was war das? Das sah irgendwie gefährlich aus. Wir können das Geld jetzt aktivieren, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Was ist denn dahinter? Ah, okay. Aber ich würde gern noch mehr von denen mitnehmen. Was ist das hier eigentlich? Ist das Gold? Ah ja, ist Gold. Da oben ist noch mehr von diesen Fragmenten. Ich würde ein paar noch mitnehmen. Wäre mir ganz lieb. Bin ich bei der Lava eigentlich gleich tot? Oder ist es, wenn du da reinfällst, so Feuerbrennschaden erstmal? Das frage ich mich ja. Ich würde dann heute aber versuchen, dass wir wieder hochkommen und dass wir vielleicht das mal aktivieren. Wäre schon interessant für mich. Warte mal, nochmal den da weg. Ich bring Licht ins Dunkel, dass ihr wenigstens ein bisschen was sehen könnt. Die würde ich schon gerne mitnehmen. Weil wir da auch immer noch was bauen können, ein bisschen, ne? Bomben zum Bleistift. Boah, ich hoffe echt, dass wir das bald irgendwie aufbauen können, dass wir dann besser abbauen können. Ich finde es nicht cool an der Ding-Ding-Ding-Ding-Ding, aber ist ja doch schon ganz schön, ne? Langwierig, was wir hier machen. Insbesondere, wenn er dann kurz abrutscht und dann wieder alles von vorne anfängt. Schlimm wäre es ja, wenn schon mal Foto du sammelst da. Weil man vorne um die Lage. Mann, ey, das wäre. Jetzt, wo wir zumindest es auch erreicht haben. Wir müssen nur bald wieder Essen besorgen. Okay. Hier haben wir schon mal was erreicht. Hier müssen wir nur langsam vorangehen. Wir können es ja drauf lassen, ne? Okay, hier scheint jetzt auch nichts mehr weiter zu sein. Ich würde mich jetzt mit euch auf den Weg machen, dass wir uns nach oben begeben. Wir sind jetzt ziemlich weit unten. Wir begeben uns jetzt mal wieder hoch und gucken, dass wir das Tor aktiviert kriegen. Warte mal, ich glaube, wir haben wieder Hunger, ne? Warte mal, können wir dir erstmal den da geben und den da geben? Popcorn bringt aber eine Menge, wa? So. Wow, wow. Blöde Vieh, das ist ziemlich stark, wenn es mich einmal erwischt. Leder. Okay, weißt du was? Dann machen wir es einfacher, weil dann ist es immer ganz gut, wenn du nämlich übersättigt bist, dann regenerierst du nämlich Full Belly. Dann heißt das, du nämlich dich regenerierst und das bringt uns auch schon was. Also man kommt langsam auch ins Spiel rein, ne?
komme auf jeden Fall aus dieser Richtung hier, ne? Ne, nicht ganz. Hier kamen wir dann her. Gut. Ich dachte, er wäre schon tot gewesen. Leider doch nicht. Genau, hier hätten wir unsere Zwischensequenz. Die lassen wir hier mal so stehen. Weil wir haben ja das Zeug auch noch oben. Und den hatten wir auch schon. Oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Flubbig, flubbig, flubbig. Das war jetzt ein bisschen brutal. Au. Dafür gibt es aber ein Steak. Und wir regenerieren noch. Wie tief wir gegangen sind eigentlich. Guck dir das doch mal an. Au. Wir können jetzt zweierlei. Wir bauen uns nochmal da was auf oder aber wir machen hier so ein bisschen einen Durchgang frei. Dass du dann sozusagen auch von hier runter kannst. Ah, schön. Klar. Ranky the Barbarian. Ich muss gerade nur gucken, wo wir herkamen. Ah, könnten richtig sein. Wir könnten richtig sein. Oder auch nicht. Verdammt. Ah. Immer die falschen Orte. Also von hier aus kamen wir dann. Aber die Dinger bringen, je weiter du unten bist, auch mehr, ne? Kann ich mir auch später ein Jetpack bauen? Das wäre doch mal was. Einfach mal hochgestartet. Ich höre zumindest wieder, Regen. Warum der denn manchmal daneben haut? Ah, guck mal, gibt wieder Judith Hähnchen. Fledermaus-Hähnchen heute wieder. Wir hören zumindest schon mal über uns das Wetter. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Die brauchen wir. Dafür nehme ich den aber lieber. Weil, der Hammer ist mir hier bei den lieber. Außerdem werfen die ja nichts Besonderes ab. Boah, weißt du, was ich hier gerne nochmal machen wollen würde? Irgendwie schon. Ich weiß nicht, wie toll. Flup. Auf einmal sitzt der unter Wasser. Machen wir es hier auch nochmal. Lamm. Entschuldigung. Da bin ich auch so ein Kind, mir macht das schon Spaß, sowas zu machen. Ich bin nicht, es ist nichts Besonderes, ne? Aber es ist halt ein witziger. Blöder. So. Aber gibt einen Stark.
Gibt einen Stork. Der ist bestimmt nur sauer, weil ich ihm sein Dings gemacht habe. Aua! Du bist sauer, weil ich da unten eine Kuppel überflutet habe, wa? Die brauchen wir jetzt ja nochmal wieder. Die brauchen wir, die brauchen wir. Okay, wir passen auf. Den machen wir aber so. Die machen wir aber so. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Okay, nee, war jetzt nur nicht gleich so was Wichtiges. Das kann warten. Ist immer wegen Arbeit, wo ich dann immer gucken muss, ob es wichtig oder unwichtig ist. Gut, wir hüpfen von hier jetzt da hoch. Da ist unser Ausgang. Ja! Wir kommen nach Hause. Guck mal hier. Die aber noch nicht. Doch, den aber. Aber den noch nicht. Okay. Wir müssen vorher jetzt aber erstmal wieder pflanzen, ne? Also hier einen hin, da einen hin. War noch irgendwas mit Seed? Rottenfoot? Okay. Wheat Seed. Flum, 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 flum. Cocoa Seed. Da. Ich glaube, mehr haben wir nicht, ne? Genau. Dann könnten wir doch das Ganze mal gleich so machen. La 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 la. La 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 la. Schade, dass man dabei nicht laufen kann. So. Wir müssen natürlich trotzdem weiter unsere Felder hier machen, ne? So. Sieht doch schon mal ganz passabel aus. So. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal hier wieder Mumpy Bumpies fertig. Drei. Cooked Tomato. Haben wir eine nur. Und Rusted Carrot. Sehr gut. Sehr, sehr gut, meine Damen und Herren. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Wir sind bei 33 Minuten. Aber ich würde gerne trotzdem mit euch heute noch das Tor aktivieren. Ja, guck mal, wie viel Zeug wir hier noch haben. Wir haben immer noch dreimal Kupfer. Wie viel haben wir jetzt davon? 7 Gold nochmal. Und Eisen? Wie wir ja am Anfang total alles gefehlt haben, ne? Das ist immer total geil. Und wie du dann alles hast. Ich weiß zwar immer noch nicht, was man mit dem ganzen Zeug. Hä? Was man mit dem ganzen Zeug machen kann, aber wir kommen noch dahin. Gut. Voll getroffen. Ah, flupp. Haha, hier bin ich. Du bist einfach viel zu schnell, ey. Würdest du bitte meine Tür in Ruhe lassen? Er muss hier lang kommen. Flapp. Vieh, ey. Dieses Vieh, ey, sage ich euch. So, haben wir noch mal ein paar Ribs. Ein paar Spare Ribs. So rum. Ich liebe dieses Spiel. So, wir machen mal jetzt hier so ein paar Päckelchen, dass wir auch mal hier ein bisschen Licht spawnen, damit wir wissen, da kommen wir her. Ja, warte mal. Was ist das hier? Achso, das ist das Gras, das wir mal da runtergebabbelt haben. Macht das Licht für euch, ja? Damit ihr auch was seht. Guck mal, hier wäre auch Eisen gewesen. Blam, blam. Den hatten wir aber, oder?
Den hatten wir schon gehabt, ne? Ja, ich würde schon sagen, wisst ihr, deswegen Kisten lieber wegnehmen. Dann können wir nämlich sagen, wir haben den schon gehabt. So. Ach, guck mal, wie wenig Schaden wir jetzt davon bekommen haben. Wir haben schon gut was ins Gesicht gerade bekommen, aber wir haben gar nicht so viel Schaden gehabt. Wir erleuchten den Tag. Oh, guck mal, was wir hier haben. So, pass mal auf. Ich weiß jetzt nicht, was gleich passiert. Aus dem Grund, als allererstes, das. Und das. Und das. Und als kleine Nachspeise noch den. So, dann regenerieren wir uns hoch. Und dann bitte den hier. Und ansonsten würde ich gerne bitte den hier haben. So, meine Damen und Herren, wir können das Ding jetzt aktivieren. Würde ich aber gerne mal warten, bis der Tag wieder einhergeht. Das wäre irgendwie cooler, weil das wir am Tag so ein bisschen sehen. Jetzt ist so duster und doof. Warte mal, kann man das jetzt nicht übrigens auch? Ah, jetzt sehen wir das Ganze. Ich wollte jetzt mal, dass wir das Ganze mal so sehen. Sieht voll interessant aus eigentlich. Ach, guck mal, das sind doch schon wieder diese Tentakeln. Und da hast du, hier hast du zerstörte Dinge. Wer will immer dann. Vergiss mal. Okay, pass auf, wir aktivieren es. Activate! Okay, und, und das Signal von jemand anderem kommt dann dazu. Also damit gehen wir dann weiter erstmal. Okay, wir müssten sozusagen da jetzt dann reinhüppeln. Um da dann durchzugehen. Okay, das machen wir bei nächster Folge. Für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann ist das Ziel klar. Wir gehen durch das Portal und gucken mal, wo uns die Quest erstmal hinführt. Wir folgen ja nicht jetzt dauerhaft den Queststrang, aber erstmal, ich würde gerne gucken, dass wir irgendwie unser Raumschiff wieder aktivieren können. Damit wir dann damit durch die Welt auch ein bisschen reisen können, durch die Welt hin. Wir haben jetzt bis jetzt nur die Welt und wir sind da eigentlich sehr gut vorangekommen. Da haben wir alles so weit wie möglich erforscht. Und ich würde gerne mal bessere Waffen zum Beispiel finden und mehr Möglichkeiten wegen Anbauen und so weiter. Bin gespannt, was noch kommt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und da ist ja, denke ich, Gute. Bis dahin. Tschüss.